Oh Mann. Was ist hier passiert? Es löst sich auf, es löst sich auf. Dein Stab? Das Siegel. Wir müssen nach den Artefakten schauen. Wo sind die anderen? Hier kollidieren gerade ganz, ganz viele, ganz, ganz schreckliche Geschehnisse. Du fasst das Papier an und dein Stab geht los. Und wie immer in dieser Sendung brauchen wir auch dieses Mal Ihre Mithilfe. Wenn Sie Ahnung haben, wenn Sie irgendwelche Details haben, dann schreiben Sie diese Hinweise bitte an Ihre nächste örtliche Kommentarstelle. Und wir fangen jetzt an zu investigieren. Du schaust in den Raum und siehst auf dem Bauch liegen, eine Person, dessen Mantel quasi die komplette Charaktereigenschaften verdeckt. Du gehst hin und drehst sie um und siehst Narg. Seine Haut ist zurückgezogen, sein Leiche ist blass und sein Ausdruck ist einfach verzweifelnd, schmerzhaft, aufgerissene Augen, aufgerissener Mund. Tot. Was ist hier passiert? Wer ist das? Ich gehe zur Seite. Oh Mann. Haben wir auf dem Weg hierher sind euch noch andere Elfen oder Halbelfen aufgefallen? Nicht das. Wer möchte Perception würfeln? Ich nicht. Rückwirkend Perception. Ich gerne. Die, genau. Ich hab Nachteil. Beide. Natural 20! Oha! Ich hab nice. 7. Natural 20 sagt auf jeden Fall, ja, es gab einen oder anderen Halbelfen, vielleicht eine Elfe, aber also weniger als es vorher waren in der Stadt. Die meisten von ihnen gingen auch mehr, also Kopf gesenkt, ein bisschen ausgewichen, den Leuten ausgewichen, ein bisschen, ja. Ich greife in meinen Mantel und aktiviere meinen Stab. Okay, du spürst nichts. In dem Zuge schaue ich mich trotzdem genauer in dem Raum um. Perception. Irgendwelche so kampfspurenmäßig Tathergang. 21. Du siehst neben der Leiche in dem Raum nichts, was wirklich verdächtig ist. Die Stühle sind alle bis auf einem, der etwas seitlicher steht, ordentlich an den Tisch gestellt. Es gibt nicht wirklich irgendwelche Möbel, vielleicht einen Schrank oder zwei, aber nichts, was dir irgendwie negativ kampfmäßig auffallen würde. Ja, ich schilder kurz, was ich beobachtet habe. Ich weiß nicht genau, was hier vorgefallen ist. Glaubt ihr wirklich, dass er wegen der Evlus-Sache... Wir müssen ein bisschen leiser sein, wir wissen doch nicht, ob noch irgendjemand hier ist. Morris ist ja auch nicht da. Also die Lampe draußen hat jetzt niemanden gemeldet. Zumindest in näherer Umgebung findet sich ja niemand, der uns etwas Böses möchte. Okay. Ich würde gerne die Leiche noch genauer untersuchen. Investigation oder Medicine? Möchtest du untersuchen, was sie so bei sich hat? Oder möchtest du so gucken, ob du irgendwie gesundheitlichen Status erfahren kannst? Ich möchte halt wissen, was ihn gekillt hat. Okay, dann Medicine. 16. Schaust es dir an und du siehst, die Haut ist extrem blau, blass. Also es fängt also so blass, dass es wieder wirklich anfängt, blau zu werden. Die sind extrem tiefe Augenringe, die Wangen sind eingedrückt und du erkennst, dass das womöglich eine ähnliche Art von Lebensraub war, wie Elmo damals von Rokus attackiert wurde. Also, das erinnert mich sehr daran, wie Rokus schon mal Lebensenergie ausgesaugt hat. Aber es würde ja heißen, dass hier ein Diener war. Naja, oder diese Art von Magie beherrschen etwas mehr Leute als nur die Diener. Hat er irgendwas dabei? Hat er einen Hinweis auf... Du hörst aus seinem Mund ein... Und aus seinem Hals kriecht eine
etwa mausgroße, lilane, kleine Kreatur, die stark am Schwarzdampfen ist, was dann auch aus seinem Hals rauskommt, und sie scheint sich sehr zu quälen und hin und her zu regen, als sie aus seinem Mund kriecht und vorne liegt und sich sofort anfängt aufzulösen, wie die teuflischen Kreaturen, die ihr... Es löst sich auf, was kann das sein? Dein Stab? Sehe ich denn das? Es hört auf sich zu regen und der schwarze Dampf ist stärker. Das Siegel. Ist weg. Wurde er vielleicht kontrolliert mit diesem... Also... Eine Art teuflischer Parasit? Ja. Und jetzt wirkt das Siegel und zwingt ihn zurück in die Unterwelt. Hat es ihn vielleicht kontrolliert? Wir müssen nach den Artefakten schauen. Unbedingt. Wahrscheinlich gibt's, wenn es eine Maus sein kann, es können bestimmt voll viele hier sein. Lass die das alles durchsuchen. Also sah aus wie ein Klumpen, also wie ein Sack, sag ich mal, und hatte vorne eine Art Aufsatz. Es sah quasi aus wie ein Ballon, sehr schrumpelig, fleischig und violett. Also es war keine Maus. Es war keine Maus, war Maus groß, sorry. Es war so. Ach so. Mausgroßes. Ja, wirklich so ein Wurmwesen. Ja, genau, ein wirklich fettgefressener Wurm. Ja. Ich würde mich gerne umschauen, ob es irgendeinen Hinweis. Bei ihm, an seinem Körper? Ja. Okay, Investigation. Könnt ihr mir bitte helfen? 15 plus 1, 16. Du schaust den Körper an, du nimmst den Mantel runter, du durchsuchst die Taschen und du findest an seinem Hals hängend ein kleines rotes Medaillon, was du erkennst als eine Möglichkeit, auf andere Ebenen zu kommen, mithilfe des, also auf andere Etagen zu kommen, mithilfe des Fahrstuhls, sag ich jetzt mal. Und du findest einen Zettel in seiner Jackentasche. Es ist eindeutig ein Auszug aus den Schriften von Jonathan Mendrick. Ich habe hier was von Jonathan Mendrick über die Zunge. Sie hat mich überlistet. Ich weiß seit der Berührung des Artefaktes gar nichts mehr. Narg hat mir aus der Trance geholfen, jedoch weigert er sich, mir zu erzählen, was geschah. Ich weiß nur zwei Sachen. Es sind 4 Tage vergangen, von denen ich nichts weiß. Und es war ein göttliches Gefühl. Ja. Nochmal. Jonathan, es hat Jonathan Mandrake geschrieben, nicht wahr? Das bedeutet, er hat die Zunge verwendet und... Narg hat ihnen aus der Trance geholfen. Und 4 Tage lang wusste er von nichts mehr. Das bedeutet, auf jeden Fall hat Jonathan Mandrake auch 4 Tage lang irgendwas gemacht, von dem er selber nicht weiß, was er getan hat. Was macht die Zunge nochmal? Jemanden Money? Ich habe über die Klaue gelesen damals. Hat jemand Informationen über die Zunge? Nein. In diesem Sinne, eine der magischen Dinge ist passiert. Es ist niemandem aufgefallen, dass ein Artefakt nie beschrieben wurde. Ah. Und zwar die Zunge. Wir wissen nichts über die Zunge. Man wird wahrscheinlich wird man im Namen von Asmodeus oder so, wird man komplett besessen von sowas? Oh Mann, hier kollidieren gerade ganz, ganz viele, ganz, ganz schreckliche Geschehnisse. Wir müssen schauen, wo sind die anderen? Was ist das für ein Amulett? Ich hoffe, dass wir damit vielleicht hier bewegen können und vielleicht zu den Artefakten kommen können. Das wäre super. Wir müssen dahin. Lass es versuchen. Ich gehe zum Fahrstuhl. Nimmst du das Amulett ab? Ja. Es ist eine goldene Kette mit etwa so großem, halbrundem roten Stein. Der glänzt und glatt ist, perfekt geschliffen.
Okay. War hier unten jetzt noch eine Tür? Nur die Fahrstuhltür. Und okay, also es waren die zwei Türen. Ja, genau. Hier unten gibt's, okay. Ich würde gerne noch zum Tresen hingehen und Morris' grüne Lampe nehmen. Ich würde gerne Morris' Schreibtisch untersuchen. Für einen Investigation-Check, aber auf die Schnelle. Also je nachdem, wie viel Zeit nehmt ihr euch dafür. Also wenn ich sehe, dass du da hingehst, würde ich dir zurufen, Elmo, erst die Artefakte. Wir können danach nochmal gucken. Okay. Ihr geht zum Fahrstuhl, geht in den Raum und weiß noch nicht genau, was du tun musst. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie... Wie sieht das aus? Darf ich investigieren oder arkanieren? Arkanieren. Arkana! 14. Es ist definitiv ein magisch, also ein Stein, der auch sehr gebräuchlich ist, um ihn magisch zu, also ihn zu verzaubern. Wie genau man ihn benutzt, ist dir nicht ganz klar. Meist reicht bei Gegenständen die Konzentration auf den Gegenstand mit der Idee, was du machen willst, damit es funktioniert. Okay, dann schließe ich die Tür. Also wir sind alle drin in dem Fahrstuhl. Dann schließe ich die Tür und konzentriere mich auf dem Artefaktraum. Würfel für mich. Würfel um die 20 plus Spellcasting Modifier auf Nachteil. Spellcasting Modifier. Ist dein Charisma plus Proficiency, also plus. Ja, ja, also plus 6. Ja. Und das mit Nachteil. 6. 16, also 12. 12. Das Amulett leuchtet leicht. Du merkst, du bist dir nicht ganz sicher, wie und ob du greifen kannst, wie das funktioniert. Und die Tür öffnet sich. Und ihr seht auf der anderen Seite ein Büro. Ihr seht einen schönen, großen, kompliziert geflochtenen Teppich. Rechts seht ihr einen Bürotisch mit Stuhl. Ihr seht ein großes Gemälde von einem dunkelhäutigen Mann auf einem Stuhl sitzend. Glatze. Und ein Wunder, also es ist alles sehr, sehr schön dekoriert, super detailliert, das heißt Kerzenständer und Besteck, was super gut eingeordnet ist. Jeder Stift hat einen Ort am Schreibtisch, Bücher, die perfekt sortiert sind und einige Regale, Bücher stehen alle gerade perfekt dort rum. Lass da eintreten, also auch wenn es jetzt nicht der Raum ist. Aber wer ist das auf dem Bild? Ich geh hin, guck nach. Also sind wir sicher, dass wir jetzt... Okay. Es ist niemand da. Perception. Also die Laterne ist nicht an, das siehst du sofort. Sagst du mir Bescheid, wenn mein Wand nicht mehr arbeitet? 18. Niemand da zu sein. Also scheint niemand da zu sein. Ich gehe rein, ich betrete den Raum und möchte zum Bild gehen. Du gehst zum Bild, schaust es dir an. Es ist ein sehr, sehr schick gekleideter, wahrscheinlich so 30, 35 Jahre alter, dunkelhäutiger Mann, der dort sitzt, sehr schön gekleidet. Sehr, sehr glattes Gesicht. Er hat keine Haare rasiert und steht dort und posiert quasi für dieses Gemälde. Kenn ich die? Eine Prinzessin. Noch nie gesehen. Sonst lasst auf den Schreibtisch gucken. Also, wollten wir nicht zu den Artefakten? Wo sind wir eigentlich hier? Ich laufe Richtung Schreibtisch. Okay. Du gehst Richtung Schreibtisch und siehst Stiftebecher. Alle Stifte sind sehr sortiert. Siehst ein paar so kleinere Regale mit Büchern und leeren Blättern dort und ja, einen Stuhl. Tja, ich könnte jetzt investigieren, aber ich weiß nicht, ob es was wird. Ich versuch's mal. Okay. 14. Nein. Schaust dir das an. Investigation hätte ich jetzt gesagt, du... Ja, ich guck halt mal so. Du fasst das Papier an und dein Stab geht los. Und etwas in genau dieser Richtung will irgendwas. Vorsicht, Corin. Ha? Der ist nicht da, aber. Und an dem Tisch seht ihr zwei dunkle Kreise mit einem Schlitz drin und die öffnen sich und da drin ist ein Auge. Und der Tisch schaut dich an und springt nach vorne. Würfel auf Initiative. Das ist ein Verteidigungsmechanismus. Eieieiei. 16.
Initiative ist aber nicht auf Disadvantage dann, ne? Nein, Initiative ist nicht auf Disadvantage. Aber unten waren keine Türen mehr. Ich dachte, wir sind in. Ich dachte nämlich auch, da wären noch voll viele Türen waren. Ihr wart ja in dem Eingangsbereich. Ja. Und da gab es eine Tür zum Fahrstuhl und eine Tür hinter den Tresen. Ja, und hinter dem Tresen, da sind wir durch die Tür und da waren doch noch viel, viel mehr Türen, dachte ich. Hab ich das gesagt? Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal von hinten kam. Oder ich hab mir einfach so vorgestellt. Das war die Tür, aus der schon häufiger jemand rauskam. Okay. Wahrscheinlich so ein allgemeiner Warteraum oder sowas. Oder Seiraum ist. So, 25 bis 20. 24. Ich hab's vergessen. 24. Ah. Elmo macht das schon. 20 bis 15. 16. 15 bis 10. 10. Das war mein bester Wurf in Initiative bis jetzt. Und 10 bis 5. 6. 4. Du hast nicht mehr nachgewürfen, ne? Das ist ganz wichtig. Nein! Okay. Ja, wollen wir sicher gehen. So, als erstes ist Elmo dran und der Tisch springt nach vorne, scheint so, geht zwei Schritte und schaut, ja, Corin und euch an. Was soll ich tun? Verteidigungsmechanismus, es tut mir leid, ich hätte das wahrscheinlich nicht. Okay. Hau drauf, Elmo! Ich denk kurz nach. Aber ich greif drei Pfeile. Okay. Drei Pfeile und schieß auf das linke Auge. Alle meine drei Pfeile. Der erste. 15. Trifft. Natural 20. Oh! Trifft 100%. 22. Trifft auch. Okay. Dann den ersten. 9 Damage. Trifft nicht das Auge, weil das eine 15 war. Trifft also neben den Tisch, aber die Augen scheinen auf jeden Fall darauf zu reagieren. Der zweite mit dem Damage, wenn ich so 100% das Auge. Mhm. Und der Damage Roll wird verdoppelt. Okay. Oh, ja. 16 Damage. Und das Auge geht zu und der Tisch steht still. Aber der nächste Pfeil ist schon unterwegs. Ja. Und der fliegt. Oh, wunderbar. 11 Schaden. Ja, fliegt auch nochmal rein. Der Tisch scheint sich nicht mehr zu rühren. Würfel auf Perception. Wobei, nee, wer ist als nächstes dran? Das wäre Snorri. Einmal Perception für mich, bitte. Habe ich einen Tisch vermöbelt? Haha. 19. Du schaust dich um und das Regal, der Stuhl, der Teppich, die Tür, alle bekommen ein Auge und schauen euch alle an. Raus hier, sie. Bei der 19 siehst du auf jeden Fall, dass die Fransen vom Teppich sich in den Boden auf den du gerade stehst, auch nicht in den Boden reinrammen und festgehalten sind. Ich bewege sich alles. Ich versuche raus. Oder gibt es noch eine andere Tür? Nur die erste Tür, aus der ihr gekommen seid, die auch zuknallt. In genau dem Moment, wo du das erkennst, Gott. Hilfe! Gibt es irgendwas, was das alles abschaltet? Ich hau auf die Tür. Okay, Angriff. Ja. 6 plus 8 ist 14. Ja, reicht nicht. Massives Holz. Du siehst doch, die Tür ist von der Seite um einiges stabiler. Die hat noch einen extra Metallrahmen rangeschraubt und ja. Dann nehme ich mein anderes. Nein, ich mach nochmal mit dem gleichen. Natural 20! Aha! Ich weiß, wie man Türen zerstört. Siehst du auch direkt auf das Auge? Komm ich da hin? Wo ist das Auge? Ja, mit einer Natural 20 kommst du auf jeden Fall hin. Okay, dann nehme ich nochmal Anlauf und mal spring hoch. Falls es da oben ist. Okay. 6 plus 5. Ein super doppelt Ultra Crit. Ja, das heißt nochmal zweimal davon, ne? Ihr rechnet aber mit. Einmal davon. Normalerweise 1 D6. Crit heißt noch ein extra D6. Wisches Schwert heißt noch 2 extra D6. Das sind insgesamt 4 D6 Damage. Und jedes Mal bin ich so lost. Ja, okay, ich sag euch jetzt, ich habe eine 6 gewürfelt. Jetzt würfel ich eine 4. Und 10. Dann würfel ich eine 4. Und 14. Dann würfel ich eine 6. Sind 20. Plus und dann plus 5. 25. Als dein Schwert das Auge durchdringt und quasi komplett durchsteckt. Und dein Schwert steckt nun quasi im Fahrstuhl
Und du ziehst es raus. Das ist noch eine Bonus-Action. Ja. Was ist das nächste Augenobjekt? Du schaust rechts von der Tür, ist ein höheres Regal mit, mehreren Schubladen mit Büchern, Zetteln drin und so. Drauf. Ich gehe nochmal mit meinem anderen Schwert drauf. 17. Recht. Aber du triffst nicht das Auge. Okay. 10 Schaden. 10 Schaden. Wunderbar. Dann bewegen sich alle Möbel. Der Tisch direkt bei Corin dreht sich hin und schmeißt sich einfach gegen dich. Mit einer 18. Ja, das ist ein dummer Tisch. Macht 5 Schaden, als er dich wegrammt. Das Regal bei dir versucht sich quasi fast auf dich zu schmeißen. Mit einer 5 trifft nichts. Der Schreibtisch ist tot. Ein Stiftebecher springt nach vorne, schmeißt Stifte mit Range Attack auf Corin. 12 verfehlt also, nehme ich an. Ja. Ein großer Schrank steht dort, wo Elmo gerade den Bogen gedings hat und dreht sich einfach. Nee, eine Schublade fährt sich aus und haut ihn damit in den Sacken. Mit einer 5, meine Güte. Verfehlt also auch. Und. Ja, das scheint es erstmal gewesen zu sein. Wir können doch nicht gegen eine ganze Einrichtung kämpfen. Wir müssen. Wir müssen eigentlich weiter. Das ist zu ich viel hab die Tür besiegt. Können wir wieder aus der Tür raus? Ja, es ist Jura dran. Raus hier und lauf zur Tür und versuche. Also, sieht man noch den Türgriff und so? Die Tür hat keinen Türgriff. Also, gar nichts mehr? Kein Schloss, kein Türgriff, gar nichts. Aber ich sehe, dass das die Tür ist. Also, das war auf jeden Fall, wo ihr rausgekommen seid. Es hat eine Türform, es hat weder Griff noch Schlüssel noch gar nichts. Es ist einfach nur eine Holztürform. Aber. Hat ein Loch in komplette Dunkelheit. Wo, quasi da, wo das Schwert drin steckt. Ja. Die ist tot? Die Tür scheint sich, nicht zu rühren, ja. Ich möchte bitte die Tür untersuchen, ob ich da irgendwie die aufmachen kann. Investigation. Ne. Scheiße. Nichts. Du gehst hin, du checkst alles ab. Kein Loch, kein Griff, kein gar nichts. Es ist eine Türform ohne Türklinke, ohne Tür, ohne Schlüsselloch, ohne irgendetwas. Es ist nur eine Form von der Tür. Was du kennst. Hast du mir das Ding gegeben? Ich hab dir das gegeben, ja. Okay, dann hab ich dabei. Was hast du? Ich hab das Amulett. Die Fernbedienung. Ja. Kann man so irgendwie ausschalten? Möchtest du noch etwas tun? Rechts von dir ist jetzt das kleinere Regal, was. Sorry, angegriffen. Kann ich das noch angreifen? Mhm. Okay, ich zücke meinen Dagger und. 19 plus 7. Trifft 100%. Auch das Auge direkt. Und. Du brauchst keinen Schaden würfeln. Und steckst es rein und das Möbelstück bleibt stehen. Scheint sich nicht mehr zu rühren. Dann ist John dran. Außer wir müssen noch was machen oder sagen. Okay. Ich fokussiere dieses Amulett und konzentriere mich auf Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit, Stille, ein, keine Ahnung, warmer Tag auf einem kleinen Bötchen im Meer. Super entspannt. Füll auf. Arcana. 17. Passiert nichts. Es tut mir leid. Du weißt nicht warum, du weißt, du aktivierst es nach deinem besten Wissen, aber ja. Es scheint nichts zu passieren. Es scheint nicht die Lösung zu sein. Okay. Willst du einmal auf mich auf Perception würfeln? Ich wollte gerade sagen, wir müssen gucken. Kann ich das kombinieren? Also wie viel von meiner Action war das? Bonus-Action versucht. Dann würde ich Detect Magic wirken also, und versuchen, ja, einen magischen Mechanismus zu finden im Raum. Perfekt. 6. Okay, also Perception bringt dir gar nichts, aber deine magische Sicht ist nun an. Und du siehst, okay, dass das Auge das Zentrum der Verzauberung ist von allen Gegenständen. Also jedes Auge von den Gegenständen, die noch unterwegs sind und noch sich bewegen. Und alles andere etwas davon abbekommen. Sprich, das Auge steuert diese Gegenstände. Also ein Auge, was schon kaputt ist und das, was noch da ist, meinst du? Die noch da sind. Jetzt bei dem Stuhl und bei einem großen Schrank und bei dem Stiftebecher. Das, okay. Diese Augen sind der Ursprung der Verzauberung von den anderen Sachen. Und du entdeckst eine komplette Energiewand bei dem riesigen Gemälde. Also eine komplette Magiewand. Das gesamte Gemälde ist magisch. Oh, okay.
Ich möchte mich dahin bewegen. Okay, du gehst dorthin. Und ich sage noch, es sind die Augen. Okay. Mhm. Verstanden. Colin. Von mir aus so. Genau, komme ich da nur an. Ja, ja, du gehst dahin. Ja, Colin. Ja, dann hau ich jetzt auf den Stuhl. Zwei. Also, keine Ahnung, wird ein bisschen mehr. Acht. Trifft nicht. und ich versuche mit meinem Stab da irgendwie so nach vorne. Du triffst das Holz, aber es ist Holz auf Holz und es scheint nichts zu bewirken. Ah. Mit zu starker Rüstung. Korrigiert, wenn es ein Mensch wäre, aber ja. Du hast einen zweiten Angriff. Aufs Auge. 14. 14 trifft. Aber wahrscheinlich nicht das Auge, oder? Nicht das Auge. Okay. Ah, darf ich rerollen? Komm. Gut. 8. 8. Du hast ein Feuer. Ja, warte. Nee. 12. Endlich. Du hast dein Feuer nicht aktiviert, nicht wahr? Nee, nein. Okay, gut. Schlägst den Stuhl, kriegst eine Macke in der Lehne. Ja. Dann sind wir wieder bei Emo. Aufs Auge? Hm. Okay. Ich schieß auf das Auge vom Stuhl. Okay. Hinter dir ist dieser Schrank, der den Regal entgegenfallen soll. Ja. Nur damit. Mit meinem ersten Schuss. Okay, perfekt. Auf den Stuhl. Ich ziehe meinen ersten Pfeil zu einem Köcher, lege ihn schnell in meine Sehne ein. 14. Trifft. Aber nicht das Auge. Der Stuhl zerfetzt jetzt. Ich mache 7 Schaden an dem Stuhl. Die Lehne ist durchbohrt in meinem Fall. Und dann wende ich mich dem Regal hinter mir zu. Mhm. Du bist im Mid-Range von dem Regal. Schaue das Auge böse an, kurz. Das Auge scheint keine Reaktion zu sein. Es ist wirklich einfach groß mit einem weißen Punkt, das dich halt verfolgt. Also, mit meinem Schwung vor meinem letzten Schutz. Mhm. Ziehe ich in einer Bewegung mit meinem Kurzschwert auf das Auge. Erlaube ich dir. Gegen Möbel erlaube ich dir das, da werde ich das. Okay. 25. Trifft das Auge, direkt. 9 Schaden. Das Auge, du schlägst auf das Auge geht aus Reflex zu und öffnet sich nicht mehr. Aber Schwert habe ich rausgezogen. Mhm. Kiss rausgezogen. Ich sag doch, hau drauf. Und ihr hört aus dem Gemälde: Stopp, jetzt reicht es langsam, hört auf! Und dann ist Snorri dran. Woher? Das Gemälde spricht. Hallo, können Sie machen, dass es aufhört hier? Wer hat das Bild? Antwort. Hä? Dann laufe ich zum Bild. Guck mal das Bild und du siehst, die Person auf dem Stuhl steht. Wer sind Sie? Hä? Ich kann euch nicht hören. Hört einfach auf. Okay, aber... Ich bin unter euch, unter dem Teppich. Sollen wir den Teppich kaputt? Ja, macht. Ich gehe zum Teppich. Bewegt sich der Teppich? Hat er auch auf? Teppich ist fest und die Fransen sind reingekrallt in den Boden, rechts und links. Ich versuche das erstmal hochzuziehen. Okay, hochzuziehen. Das ist Stärke. Stärke, natürlich. Athletics. Kann ich richtig gut. 13? 13. Schaffst es nicht, den Teppich zu lösen. Ziehst und ziehst und ziehst. Darf ich mit der Bonusaktion drauf? Er ist drunter, ne? Okay. Nee. Eigentlich nicht, nein. Dann sind die Möbel dran. Ein Angriff von dem Stuhl. Mit einer 10, trifft nicht. Nee. Angriff von dem Stiftebecher. Range Attack. 19, er schmeißt ein Stift auf dich. Und das macht 3 Schaden. Und dann ist Jura dran. Wie weit ist der Stiftebecher entfernt?
Wo bist du denn gerade? Weiß ich gar nicht. Ich bin bei der Tür und habe gerade das Regal angegriffen. Okay, dann 5 Meter. Also gar kein Problem. Kommst auf jeden Fall hin. Okay, dann sprinte ich hin und ich mein Decker rein. Ja. Ja. 15 plus 7, ich kann nicht rechnen. Trifft, 22 reicht für das Auge auch. Ziemlich sicher, aber würfel gerne nochmal Schaden, weil ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass es reicht, aber. 6. Ja, 5 ist, was du brauchst an Schaden. So, Stifte Becher hängt jetzt an deinem Messer. Das ist ebenfalls aus. Und das Bild sagt wieder: Lasst es, hört auf, es reicht! Und dann ist. Außer willst du was machen, sorry? Also Schrank und Stuhl sind noch, ne? Nee, ja. Oder? Schrank. Schrank ist dann, nur noch Stuhl. Stuhl. Also nur noch Stuhl, okay. Und das Teppich. Okay, dann würde ich zu Snorri rennen und ihr versuchen zu helfen, den Teppich hochzuheben. Dann Stärke, also Athletics auf Vorteil. Sieben. Ihr zieht den Teppich hoch mit all eurer Kraft und er biegt sich und ihr hört auch das Krack vom Holz, weil sich die Fransen wirklich festgekrallt haben in dem Boden, aber es wirkt nichts. John. Ich untersuche das Bild. Auf Arcana oder? Erstmal physisch. Genau. Es wirkt für mich in meiner Sicht ja nach komplett magischen. Ja, ganz kurz, das ist Divination, das heißt, dass sie das bessere Verstehen von jetzt, später oder Vergangenem. Das ist die Schule, die du durch deinen Blick erkennst. Mhm. Sorry, was wolltest du machen? Ich teste, ob ich da durchfassen kann durch das Bild. Okay, ich kann es berühren. Mhm. Ja, versuch mir zu dritt diesen Bild. Ja, das ist doch Vorteil, ja. Wie viele Leute, wieso stehe ich nie bei dem Teppich? Vorteil. Ja, ist okay. 1, nicht natürlich. Überhaupt nicht. Es bewirkt nichts. Jetzt sitzt du dritt an diesem Teppich und du schaust hoch zum Gemälde und der Typ ist einfach. Und dann ist Corin dran. Darf ich euch helfen? Bitte. Tu was. Okay, ich versuche am Stuhl vorbei, keine Ahnung. Ich attacke vorbei. Ja. Mit einer 18. Der Stuhl ist ultra gut. Rammt er die Nummer voll ans Schienen. Oh! 6 Schaden. Okay, und ich laufe aber trotzdem zu dem Tipp. Und dann gerne Athletics straight, weil eigentlich wärst du ein Nachteil, jetzt kriegst du aber Vorteil, also straight. Ja, so Stärke halt, ne? Ja, ja. Los, Corin! Bitte, zeig deine Muggis! Aha, 12. Hast du athletischen Bonus draufgetan? Achso, warte. Athletics, ja. Ist fast ganz oben bei denen. Ja, ja, ist 12. Okay. Das reicht nicht. Krieg ich den nicht? Oh. Ich kann gar nicht richtig ziehen. Ich habe mich halt immer noch mein Schienbein bewegt. Ah, zieh richtig! Geh richtig, los! Der neue Endboss. Scheiß auf Leiter. Scheiß auf Kutsche. Das ist der Teppich. Auge oder Teppich? Was? Auge oder Teppich? Teppich. Teppich. Okay. Geh auch zum Teppich. Und geh zum Teppich. Auch straight. Straight. Athletics. Ich mach das. Okay. Auf. 12. Ja. 5 Leute an einem Teppich ziehen, aber auch sehr unkoordiniert. Also jeder nach dem anderen, weil jeder quasi, blöd gesagt, in seiner Runde zieht, anstatt zu sagen, ich mach bereit, wenn mir jemand so direkt, also ja, bringt nichts. Snorri. Also, wir müssen das gleichzeitig machen. Und ich mache mich bereit, gleichzeitig zu ziehen, wenn alle dran sind. Alle mitmachen? Ja. Okay. Dann ist der Stuhl drin. Er springt auf Corin zu. Oh nein! 10 trifft nicht. Nee. Jetzt, ich halte den so mit dem Fuß weg. Die Person im Gemälde sagt auch nichts mehr. Ja. Und Jura.
Okay, ich würde mich auch bereit machen. Anziehen. Hast du nicht einen Ring, Jura? Nein! Und die Leute auf meine Feder. Alle tuned, let's go. Du machst dich bereit zu ziehen, wenn alle soweit sind. Ja. John. Ja, du auch. Schließ mich an. Corin. Leute, ein Teppich ist nicht so schwer. Und ja, ich warte auch immer noch auf und Elmo. Und jetzt wir alle auf Athletics Straight Road. Und wir addieren das jetzt. Außer die beiden mit Nachteil. Die würfeln auf Nachteil. Ach, nee. Natural 20. Ja, Halleluja. 2. 21. Auf den Nachteil? Ja. Nice. 5. Ich kann nicht mehr rechnen. 6. Okay. 21. Natural 20. Ihr seht auch, dass das eindeutig von... Was hast du mal gewürfelt? 2. Okay. Die meiste Kraft kommt von ganz rechts, wo Corin ist, und ganz links, wo John zieht. Und ihr drei quasi kriegt den Teppich mehr in eure Richtung gehoben, als dass ihr ihn wirklich mit anhebt. Und der Teppich löst sich und ihr hört beim Hochheben, seht ihr direkt das Auge darunter euch anschauen. Und ihr seht eine Falltür, die man öffnen kann. Der rein. Und jetzt ist Snorri dran. Ich würde versuchen, zusammen mit euch den Teppich wegzutun, dass wir da nicht erschlagen werden von dem Teppich oder so. Rein. Aufmachen. Ich mache auf. Falltür? Falltür. Das Auge. Wo genau ist das Auge? Am... Unter dem Teppich. Das heißt quasi, wenn du ihn zur Seite versuchst zu ziehen, okay, ist das Auge jetzt mehr in dieser Richtung. Und also an dem Teppich? Also am Teppich dran, ja. Achso, ich dachte an der Falltür. Nein, deswegen. An dem, okay, Teppich ist das Auge. Achso. Bill, darf ich? Achso. Ja. Du hörst mich ja nicht. Ich höre dich ja gar nicht. Macht. Okay. Und ich hau noch rein. 5 plus 8 ist sau viel. 13. Ja, gut, das ist ein Teppich. 13. Okay. Aber nicht aufs Auge. Das ist ja. Teppich. 10 Schaden. Teppich hat einen guten Riss. Okay. Ich versuch's nochmal. Natural One! Du versuchst das Schwert reinzurammen, verfehlst aber voll und der Teppich greift sich jetzt das Schwert und wickelt das Schwert. Ich nehme dir jetzt deinen Bonusangriff, weil das mit der Natural One war. Dass dir dann quasi deine Hand und dein Dings festhält. Der Teppich ist dran und versucht sich um dich zu wickeln. Nein! Mit einer 22. Oh nein! Der Teppich greift dich die Hand und du siehst das Auge nur dich anschauen und umwickelt dich. Oh, schlimm! Was ist das für ein Scheißding? Warum sagst du, wir sollen es lassen? Das ist, 7 Schaden, als du eingequetscht wirst von dem Teppich. Die Falltür! Dann ist Jura dran. Helft's, Snorri! Ich würde so Schalltür. Wie heißt das? Falltür. Falltür. Ich würde zur Falltür hin und versuchen, sie aufzumachen. Du greifst die Falltür und ziehst sie auf und dein Teppich in dem Moment ist locker und liegt dort und du öffnest die Falltür. Das hätte mir das Bild auch sagen können. Und du öffnest die Falltür. Du schaust nach unten und es ist eine Leiter, die nach unten führt in einen gut beleuchteten Raum, wo unten dieser bequeme Stuhl sitzt und der Typ sitzt und hochschaut. Ihr habt euch aber auch wirklich angestellt, oder? Du hättest das nicht aufhören lassen können? Nein, sobald der Teppich sich festkratzt, kommt erstmal runter. Ich kann ja nicht die Tür öffnen, wenn der Teppich die Tür fest zuhält. Hättest du uns früher was zurufen können? Komm rauf! Ich weiß doch nicht, wer ihr seid! Wer bist du? Warum seid ihr hier? Wie seid ihr hergekommen? Wo sind wir genau? Und wo hast du das her? Klettert Leiter hoch. Bist du einer von den Magiern der Zitadelle? Wer? Bist du der Kaiser? Nein. Ist der nicht verschwunden? Vielleicht war der die ganze Zeit da drin. Fragen, wo du das her hast? Naja, von hier. Wo ist Nark? Nark ist unten. Das erzählen wir dir, sobald wir oben sind. Ja, hier. Sobald du oben bist. Okay. Er ist eigentlich schon oben, aber ist okay. Ich lasse ihn hochklettern. Okay. Er klettert hoch, steht vor euch. Nark euch hier reingelassen? Nicht ganz. Wie ist dein Name? Mein Name ist Scar. Scar. Wann warst du das letzte Mal oben? Und was tust du hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich wohne hier.
Ich bin Nax Ehemann. Für mich ein Deception-Check. Weil du jetzt so reagiert hast, ob du... Ich habe gesagt, Nax ist unten, es ja, war ja. alles nein, wahr. Nein, nein, nein. Die Reaktion. Deception in dem Sinne, wie du reagierst. Charisma-Saving-Throw geht auch. Mach lieber Charisma-Saving-Throw. Okay. Ich sag gar nichts. Wie du darauf reagierst, dass er das sagt, weil du hast ja so geguckt. 24. Okay. Du siehst keine Miene. Und ihr? Wir sind die Gilde, die von der Zitadelle beauftragt wurde. Die Heldengilde? Ja. Ja, ich habe schon viel von euch gehört. Habt nicht einen Goblin bei euch? Okay, verstehe ich. Na, kannst du uns erklären, was hier gerade los ist? Das ist Nax und mein... So, wir leben hier. Und das ist der Verteidigungsmechanismus, wenn jemand, der nicht Nax oder ich sind, hier reinkommen. Und durch die Sachen wühlen. Entschuldigung. Hat Nax euch da nicht vorgewarnt? Ich hab jetzt vergessen. Deception Check. Scheiße. Das ist nicht einfach, ja, dass du das jetzt zu sagen so. Auf Nachteil, ne? Elf. Da ist hier ein Würfel. 17. Das stimmt hier nicht. Was? Wenn du uns erklärst, wie dieses Amulett funktioniert, bringen wir dich runter. Zu Nark. Ich kann auch selber runter, ich habe ein eigenes. Okay, es ist wirklich wichtig, dass wir zusammen nach unten gehen. Okay. Und ich gehe zum Fahrstuhl. Persuasion. Ich weiß nicht, ob er euch traut. Bis hierhin. Elf. Ich bin mir da noch sehr unsicher. Ich weiß nicht, was ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Was stimmt hier nicht? Warum sind Sie hier? Warum ist Nark nicht hier? Wann haben Sie das letzte Mal Nark gesehen? Gestern. Haben Sie in der Zwischenzeit, waren Sie irgendwann nicht hier in der Zitadelle? Oder haben... Also das war vor 4 Tagen oder so in der Stadt, also schon länger nicht, wieso? Ihnen ist nichts Merkwürdiges aufgefallen. Woran? An allem hier. Ich verbringe nicht viel Zeit in der Zitadelle. Ich bin entweder hier oder in der Stadt. Ich habe auch keinen Zugriff zu den geheimen Räumen und weiß ich nicht was. Ich kann wirklich nur in den Raum hier fahren. Wo ist mein Mann? Warum sagen Sie mir nicht alles? Wir konnten einfach... Normalerweise sitzt ja Morris am Eingang. Morris war nicht da. Und weiter? Und dann hat Nack... Ich würfel erst auf Inside, weil ihr alle sehr wenig sagt. Okay, schlecht. Wir sind hergekommen wegen den Artefakten und wir sind reingekommen und Morris war nicht da. Und in ihrem Besprechungsraum unten liegt, es tut mir wirklich sehr leid, ihr Mann. Dieser Idiot. Ich hab ihn noch gewarnt, ich hab's ihm gesagt. Warum hört er nicht auf mich? Es tut mir wirklich sehr leid. Wovor haben Sie ihn gewarnt? Er hat niemandem vertraut aus der Zitadelle. Er hat allen hinterhergeschnuppert. Er hat Background-Checks und alles Mögliche. Und er sagte mir, er fängt an, Leute zu konfrontieren und zu schauen, wer für die Artefakte verantwortlich war. Warum die nicht mehr da sind. Ich habe ihm gesagt, pass auf dich auf. Das ist nicht einfach. Wenn wirklich ein Verräter in der Zitadelle ist, dann wird er das nicht einfach akzeptieren oder es dir verraten. Hat er Ihnen gesagt, wen er verdächtigt? Jeden. Jeden Einzelnen. Wir müssen ganz dringend schauen, ob die Artefakte noch da sind. Ich habe keinen Zugriff auf die Artefakte. Vielleicht. Also ich weiß nicht, wie das Amulett funktioniert.
Das weißt du nicht. Seins, nein, es ist... Hier, das hat wahrscheinlich sein, also ich weiß, dass meins, mein Mechanismus funktioniert nur hierhin und an den Eingangsbereich. Mein Bereich kann ich nicht besuchen, vielleicht... Ich muss mich auch ein wenig dran gewöhnen. Ich habe häufiger die Tür geschlossen und bin im selben Ort wieder aufgetaucht. Das ist eine Sache der Anlernung. Wenn Sie wollen, er hat seine Informationen alle unten, die er herausgefunden hat. Unten? Ich habe sie mir selber nicht angeschaut. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Wo genau unten? In geheimeren Raum. Bei Ihnen unter der Falltür? Ja. Das wäre tatsächlich überaus hilfreich. Aber Moment, wissen Sie, ob gerade jemand von den anderen hier in der Zitadelle ist, von den Magiern? Er wollte jeden Einzelnen konfrontieren und hat alle anderen mit einem Auftrag weggeschickt. Wissen Sie, wen Ihr Mann heute konfrontieren wollte? Besonders, wenn Sie nicht wissen, ich weiß nicht, Sie haben ihn so gefunden, das heißt, Sie wissen auch nicht wann. Ich glaube, er wollte heute alle konfrontieren oder ob es von gestern anfing, ich bin mir da nicht ganz sicher. Er erzählt mir halt nur so viel, wie es mir nicht, wo ich nicht gefährdet bin von diesen Sachen. Okay, aber Sie müssen jetzt trotzdem aufpassen. Ja. Deswegen lese ich mir auch die Sachen nicht durch, damit ich nicht so viel weiß. Okay. Ich deute euch, zu mir zu kommen. Wir müssen unbedingt Narks Leiche verstecken. Ja. Wer der von den Magern hier als nächstes auftaucht und sehr überzeugend nach Nark sucht, ist möglicherweise nicht der, der schon weiß, dass er tot ist. Dann sagen wir das dem Ehemann, dass wir unbedingt Leiche hier hochbringen müssen. Aber vielleicht, ich kann ja mit ihm runtergehen und dann bringe ich seine Leiche mit hoch und ihr geht schon mal runter. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich würde die Aufzeichnungen nehmen und dann mit ihm zusammen runtergehen. Und oder so wir versuchen, in den Artefaktraum zu kommen. Die Aufzeichnungen sind nicht einfach zu greifen. Das sind Stapel an Büchern, Markierungen, Sammlungen. Also okay, dann wollen wir müssen, dann die Leiche bei... Wir müssen Nark hierher holen und unten alles aussehen lassen, als wäre alles normal. Das bedeutet, wir müssen ihn hier bei seinem Mann... Oh Gott. Ja, aber müssen wir eigentlich, weil es der einzige Ort, wo niemand anders wahrscheinlich hinkommt. Skar, dann gehen wir eben gemeinsam runter und holen Nark. Ich guck mal, ob er es schafft. Er versucht, mit euch zu gehen und seine Knie werden weich und er setzt sich auf den Boden. Ich kann nicht. Wir holen ihn hoch. Und dann können sie sich in Ruhe verabschieden. Okay. Verstecken Sie sich lieber dabei. Ich habe ein ungutes Gefühl. Okay. Mein Verteidigungsmechanismus ist fertig. Ich werde mich und... ja. Und er geht die Leiter durch die Falltür und verschwindet irgendwo. Ihr seid ja noch nicht genau unten gewesen. Ihr wisst also nicht, wie das aussieht. Und ihr seht ihn beim Runtergehen am Gemälde vorbeigehen. Ich lege trotzdem den Teppich wieder oben drauf. Okay. Also zumindest, dass er drauf liegt. Er hat lautstarkes Weinen und Jauchzen von unten. Ich gehe in den Fahrstuhl. Komm mit. Also geht der Fahrstuhl wieder auf? Ja. Ach stimmt, die Tür ist noch zu, ne? Achso, ja, die Tür ist zu. Ich versuche die Tür zu öffnen. Ich konzentriere mich auf freie Fahrt, offene Durchgänge. Okay. Konzentriere dich einfach auf den Fahrstuhl. Einen offenen Fahrstuhl. Ich versuche das zu greifen. Du greifst in das Loch, das noch wieder reingehauen hat und kannst die Tür aufziehen. Okay, gut. Und kommst in diesen kleinen Raum. Okay, wenn ihr alle drin seid, schließe ich die Tür. Oh Gott. Schließe ich die Tür wieder und konzentriere mich auf den Eingangsbereich und ich rufe mir den bildlich. Straight Roll auf. Was habe ich letztes Mal gemacht? Magic Arcana, Modifier. Nee, das war der Magic, dein Modifier, also plus 6. Ja. Ich würde mich dabei bereithalten. 18. Und meine Dagger schon. Du hast das Gefühl, du hast es jetzt auf jeden Fall gegriffen. Die hält ihre Dagger bereit. Und ich würfel jetzt, ob jemand wieder da ist. Oh Gott. Okay. Die Tür öffnet sich. Und sehr stille. Okay. Dein Wand ist wahrscheinlich erloschen. Dein Wand ist erloschen. Wobei ja jetzt ungefähr gerade, also du weißt beim Türaufmachen noch niemand da. Ah, okay. Wenn du es möchte. Okay. Also, der Kampf geht ja meistens so ein paar Sekunden nur. Dann jetzt schnell. Ich achte auf meine Lampe.
Er geht voran, schnell zu dem Raum und sieht die Leiche liegen. Ich möchte an den Eingang der Zitadelle vom Eingangsbereich und stell mich gegen die Tür und lass es einmal in meiner Tasche klicken. Ist das so, dass also hier in deiner Hosentasche quasi, dass das da drin ist? Ja. Also es ist nicht, dass es mich direkt fällt. Es geht darum, dass, ja, dass es direkt an der Tür ist. Ne? Nicht mal genau. Einen Millimeter. Es ist direkt an der Tür. Ich bin nicht zwischen dem Stab und der Tür. Genau, das ich werde mich nicht erquetschen. Was sehr gut ist, Max und Elmo. Ihr greift die Leiche und lauft voran. Okay. Ich würde gerne noch was tun. Ich möchte ganz genau alles anschauen und gucken, ob sich etwas verändert hat, während wir oben waren. Dein Auge ist noch an, nicht wahr? Ja. Eine Stunde hält das. Du erkennst die Überbleibsel von Nekromantie an der Leiche. Also. Okay. Ansonsten. Wobei ich mir da nicht 100% sicher bin, was für ein Spell ist, es das, ist, was du hast. Es ist Nekromantie, ziemlich sicher. Ja, natürlich. Weil das ist sehr vergleichbar. Okay. Ja. Bei der Gelegenheit fällt mir wahrscheinlich die Lampe auf, die Nara trägt. Ist in dem Eingangsbereich sonst noch irgendetwas? Nee, 14. Dir fällt nichts auf. Keine Veränderung. Bist dir semi-sicher, aber dir fällt keine Veränderung auf. Okay. Du greifst die Leiche zusammen mit. Also alleine wirst du die nicht komplett dran können. Ich habe meine Digger. Dann gehe ich. Ich untersuche die ja auch. Ja. Nekromantie-Sicht und. Hilfst du mir? Ja, hilf dir. Ihr tragt Nark, der sehr. Also noch nicht leichenstarr ist. Oh, ja. Hängt noch ab und berührt sich noch. Das macht es schwerer, sogar noch ihn zu tragen. Ich möchte gerne, also in dem Raum, da sind sicher Fenster. Ich möchte gerne aus dem Fenster schauen. Du schaust aus dem Fenster, die sind sehr weit oben, sodass du nicht reinschauen kannst. Deswegen ist es schwierig, da durchzuschauen. Die Idee von den Fenstern ist, dass du nicht von drin rein und von raus drin reinschauen kannst, außer du nimmst eine Leiter. Das heißt, du kannst nur hoch rausschauen. Ich würde mir einen Stuhl heranziehen und... Okay, du schaust aus dem Fenster und draußen siehst du Morris sich der Zitadelle nähern. Ganz entspannt mit ein paar Einkäufen, Säcken, irgendwas. Morris kommt. Wir müssen nach hier wegschaffen. Ja. Wir gehen in den Fahrstuhl, ihr empfangt ihn. Okay. Also, ja. Ja, machen wir. Okay. Ihr geht am Eingangsbereich vorbei und genau dann hört ihr... Wir sind schon fast weg. Weil an dem Stab die Tür nicht aufgeht. Hört ihr nochmal... Geht in den Fahrstuhl, legt sie ab. Du benutzt dann das Amulett. Genau. Und ich konzentriere mich wieder auf die Wohnung von Ska und Nark. Ja. Würfel ein. Ja, wieder denn. Zero. 11. 11 gesamt? Ja. Okay. Gott. Du öffnest die Tür und du bist im Artefaktraum. Oh mein Gott. Wo sind wir? Oh, warte, dann können wir nicht reden und ist das das? Nein, nicht, das ist der jetzige Artefaktraum, da wo die Bilderrahmen hängen und der das Auge nimmt. Oh, John, das... So, die Tür öffnet sich nicht. Hä? Sag mal, komische Sekunde. Ich renne schnell zum Empfangstresen und pack die Lampe wieder drauf. Okay. Machst du was? Ihr seht, die Tür schließt sich und was passiert? Morris? Ja, Elmo? Ja, ich bin's, Elmo. Ist die Tür... Die klemmt? Die klemmt. Gib mir kurz. Ich hab die Lösung. Okay. Ich brauch noch 2 Minuten. 2 Minuten? Hä? Wovon redest du? Gib mir kurz. Warte, ich helfe. Persuasion. Straight Roll für Elmo oder du rollst auf Nachteil und du auf normal. Was? Du okay, ihr rollt beide einmal, du auf Nachteil. So. Okay. Wow. Persuasion? Beziehungsweise Deception. Ich glaube, du hast denselben. Und du auch. Ja. Dasselbe da. 13. 13 und 8. Merke ich das. Das die sind doch in dem Fahrstuhl. Okay. Ja, gut, dann. Ich hab Narks Einkäufe. Der wollte ganz eigenartige Dinge, aber gut. Ihr seid wieder da. Ja, wir wollten mit allen sprechen. Wo sind denn alle? Nark war eigentlich hier. Der sagte, er passt dann so lange auf den Tresen. Deswegen wundere ich mich. Wo ist er? Wir waren ja einige Tage weg und wir haben die Zeitung angeschaut. Diese Behauptung hat jetzt sehr große Unruhen ausgebracht. Die Elfen trauen sich kaum auf die Straße. Könnte da vielleicht Nark mehr drüber wissen? Also 100%. Er war ja beim Krieg dabei. Markus? Ja? Warst du schon mal in der Hölle? Nein. Wann kommt in die Hölle? Sicherlich. Wenn sie es nach Shadowfell schaffen sie es sicherlich auch in die Hölle.